Und es gibt wieder drei neue Free Items im Pack Sun Los Angeles Tycoon. Dazu habe ich schon mal einen Short gemacht. Falls ihr das gesehen habt, habt ihr den Tycoon hoffentlich schon durchgespielt. Falls nicht, müsst ihr tatsächlich in dieses Spiel reingehen und zuerst den Tycoon durchspielen. Die Items, die es gibt, sind einmal Pack Sun Fire and Ice Aura. Wenn ihr das anzieht, ich probiere es einfach mal zu laden, denn das ist so eine Aura um euch herum. Wer es mag, ich mag es nicht, aber ihr könnt es euch auf jeden Fall claimen. Da, jetzt seht ihr es einmal, so Eis, Feuer sehe ich nicht wirklich, Sonnen sind das eher, was auch immer. So eine Aura halt. Dann so eine Layered Clothing Jacket, was man scheinbar an Highschools oder so trägt. Das gibt mir zumindest immer so amerikanische Teenie-Drama-Vibes. Kann man auf jeden Fall tragen, ist Layered Clothing. Wer es mag. Und dann noch den Pack Sun Bodyguard, was dann einfach so ein Block-Charakter ist, der hinter euch steht. Finde ich an sich auch ganz cool. Hier seht ihr mich einmal mit der Jacke. Steht mir ganz gut. Und hier einmal mit dem Bodyguard hinter mir. Und jetzt gehen wir einfach mal rein in Pack Sun Los Angeles Tycoon. Und angekommen drücke ich einfach mal auf Skip Loading. Wenn ihr den Tycoon, wie gesagt, noch nicht durchgespielt habt, müsst ihr halt den Tycoon spielen. Dafür geht ihr auf diesen gelben Button drauf. Dann lädt euer Tycoon. Ihr kriegt so ein Tutorial wie jeder andere Tycoon. Ihr geht zu euren komischen Vending Machines hier. Da könnt ihr euch Geld abholen. Dann geht ihr zu den ganzen Buttons. Ihr könnt hier unten auf das Ding hier klicken. Dann wird euch gezeigt, wo der nächste Button ist. Ich habe schon durchgespielt. Und ganz am Anfang kriegt man diese Jacke. Ich glaube, dafür muss man den Tycoon gar nicht spielen. Ich glaube, das kriegt man direkt am Anfang. Ihr könnt hier raufgehen, dann müsst ihr einen Freund einladen. Und ich will eigentlich meine Freunde nicht wirklich nerven, dementsprechend lade ich Roblox Studio Lernen ein. Das ist ein zweiter Account von mir. Ja, lade ich ein, meinetwegen. Und Freund eingeladen. Wir kriegen das erste Abzeichen und haben jetzt die Pack Sun rote DTLA Varsity Jacke. Das zweite Item, ich würde jetzt eigentlich darüber gehen, aber da man den Tycoon in der Reihenfolge spielt, gehen wir erstmal hier lang. Und jetzt müssen wir die Pack Sun Buchstaben sammeln. Dafür gehen wir hier einfach mal durch diesen Tunnel durch. So, dann wird's Nacht. Und hier müssen wir einfach nur Buchstaben sammeln. So, für den ersten Buchstaben gehen wir hier einfach mal auf das Dach rauf. Klettern hier hoch. Hopp. Und da ist er schon, das C. Und jetzt seht ihr es hier oben. Find the letters, Pack Sun, das C haben wir schon. Jetzt müssen wir weiter sammeln. Fahren dann einmal mit dem Scooter hier, dann nach links zum Pier. Und auch bei dem Pier finden wir hier direkt ein U. Gehen den Pier weiter runter. Gehen dann hier einfach auf diese Treppe hoch und dann in das Haus rein. Auf der anderen Seite wieder raus. Und jetzt gehe ich mal vom Roller runter, weil jetzt muss ich hier irgendwie hochklettern. Und ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Ich glaube, ich gehe aufs Geländer, dann auf diese Tür. Und dann springe ich hier rum. Und dann haben wir das P, das auf dem Dach war. Perfekt. So. Dann fahren wir einfach weiter runter, suchen nach den nächsten Buchstaben, es fehlen ja nur noch drei. Da oben sehen wir schon mal ein N dafür. Oh, ja, das war praktisch. Man könnte hier die Treppe hochgehen, aber man kann es auch so machen wie ich gerade eben. Also hier oben sehen wir wieder das S beim nächsten Haus. Ich gehe mal vom Scooter runter und laufe dann einfach diese Treppen hoch. Die sind ein bisschen clunky, aber kriegt man auf jeden Fall hin. Sammeln das S ein. Und jetzt fehlt mir noch das A. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Suchen wir einmal. Ich glaube, das war relativ am Anfang. Jo, direkt hier am Anfang hätten wir es abholen können. Das ist nämlich hier im Hinterhof in dem Pool drin. Und damit haben wir die Hand completed und haben den Pack Sun Bodyguard. Da klicken wir auf Beanspruchen, aber hier unten rechts ist das Abzeichen. Das heißt, ihr habt den sowieso schon beansprucht. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr diese Fire and Ice Aura bekommt. Dafür rollen wir hier in den Tunnel rein und dann in die letzte Area, die man bei dem Tycoon baut. Hier gehen wir einfach die Treppe hoch, so, hier hinten rein, diese Treppe hoch, hier die Treppe hoch, whoop, hier dann lang. Und dann geht es hier die Leiter rauf und wir klettern jetzt auf das, da sind die Pfeile übrigens, die uns zeigen, wo es hingeht, diese Obby entlang. Aufpassen, dass ihr nicht runterfallt, weil dann müsst ihr halt von vorne anfangen, aber die Obby ist jetzt nicht wirklich schwer. Wenn ihr Probleme damit habt, dann schreibt einmal ein, ich schaff das nicht, in die Kommentare und dann schafft ihr es sicher irgendwann, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wir hüpfen einfach lang, hopp. Oh, guck mal, da ist jemand runtergefallen, GG, der muss von vorne anfangen. So, hier, die Pfeile zeigen einen, wo es lang geht, wir klettern einfach hier rauf und müssen jetzt über diese Buchstaben rüber hüpfen. Das ist ein bisschen tricky, aber auf jeden Fall machbar. Wenn ihr nicht seht, wo die Buchstaben sind, könnt ihr auch die Kamera hier mal zur Seite packen und dann seht ihr eigentlich, wo ihr lang springen müsst. Und hier, erhalte dein UGC Reward, drücken wir E. Und bekommen das Abzeichen und die Packs an Feuer- und Eisaura beanspruchen. Und damit haben wir schon drei Gratis-Items im Packsun-Spiel bekommen. Wenn ihr weitere Free-Items-Videos haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Und falls ich irgendwelche Free-Items verpasst habe, könnt ihr es mir natürlich auch immer gerne schreiben. Dann gucke ich nochmal nach, ob es die auch gibt und mache dazu noch ein Video. Ansonsten könnt ihr auch auf das Video klicken, das hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!